Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks mit dem, naja, man kann es ja schon so als betiteln, als deutschen Panzer, dem T-55A, nämlich von der NVA. Deswegen hier auch dieses Symbol hier drauf, wie man unschwer erkennen kann. In dem Fall einer der Belohnungspanzer bzw. Missionspanzer. Ich selber habe noch kein einziges dieser Geräte für mich erst spielen können, aber ich spiele auch wirklich in keinster Weise diese Missionen, beziehungsweise aktiv, weil wenn ich mal nebenbei eine Aufgabe erfülle, schön, aber deswegen wird es mir lange nicht vergönnt sein, diesen Panzer euch zu zeigen, also an dieser Stelle danke an Hodor, der das dann sozusagen für uns tut und hier mit dem 9er in ein 9er, 8er Gefecht gekommen ist. Die 7er, naja, lassen wir mal raus, weil das sind so überschaubar wenige, dass sie dementsprechend nicht unbedingt erwähnt werden müssen. Karte ist Kharkov. Und so wie ich das von einigen Spielern ja immer mal wieder gehört habe, dieser Panzer gefällt den Spielern, die den haben, sehr, sehr gut. Also ich glaube schon, da kann man schon was mit anstellen. Jetzt muss er aufpassen, da ist genau T-54 Modifikation 1. Der mittlere Premium-Panzer, T-8. Dahinter steckt ein IS-3. Oh, jetzt wieder an der schlechten Stelle gekettet. Die hat er auch direkt repariert, weil er genau weiß, wenn er da lange bleibt, dann geht das Spiel gleich mal nach hinten los. Ja, bisher läuft es noch nicht so rund. Der Ruhe steht da oben gut, wenn die anderen mal gucken. Der IS-3 supportet den T-54 sehr, sehr ordentlich. Also nicht so leicht an dieser Stelle. Und er steht auch nicht schlecht. So, da der Ruh kommt wieder raus, pünktlich, wenn er rausfährt. Jetzt muss er wieder aufpassen, so kann er nämlich ja, gekettet werden, da muss er wirklich aufpassen. Hati hält jetzt auch auf ihn drauf und jetzt hat er genug, jetzt fährt er auf den drauf. Wird wieder gekettet, konnte zwar ein bisschen Rammschaden machen. Aber man hat gesehen, wie schnell die Kette wieder da war. Also gut drauf. So, Mod 1 schießt schon gar nicht auf ihn. So, jetzt ist er weg. Jetzt kommt der IS-3 weiter vor. Der will jetzt auf den 1390 gehen. Nein, doch auf ihn. Ganz unangenehm. Ah, schlecht geaimt. Oh. Fetter Hit. Ja, diesmal war es besser. Jetzt geben sich die da einen Schlagabtausch, die beiden. Und er hat keinen Support im Rücken. Der Panther 8-8 lenkt da jetzt Gott sei Dank gut ab. Weil sonst hätte er ein riesengroßes Problem. Jetzt ist der Panther tot. Aber wie gesagt, war sein Glück, dass der jetzt gekommen ist. Weil sonst hätte sich der IS-3 noch deutlich länger auf ihn konzentriert. Bekommt damit direkt das nächste Problem in Form vom T-69. Der ist natürlich auch kein schöner Gegner. So im One-on-One. Mit nur 744 Struktur. Er bekommt jetzt einfach auch kein freies Schussfeld. Da auf dem Turm. Ah, alles zu knapp. Nicht einfach genug. So, da oben ist aber jetzt wieder ein Löwe. Auto-Aim durchs Haus durch. Und er trifft. Und jetzt auch da kommt der 1390 wieder perfekt. Lenkt da den Gegner für ihn ab. Genau so muss es. Auch den hier gekettet bzw. draufgeschossen und jetzt einen Hit auf den Ruh, den letzten Killshot wollte auf den T69 setzen, wurde aber erledigt und jetzt wird auf den Ruh gegangen. Der Ruh holt sich seines Zeichens den 1390, er wiederum jetzt holt sich den Ruh. Heidewitzka, das ging schnell, 3442 Schaden. Also da war begünstigt, dass der Gegner immer abgelenkt worden ist durch sein Team, aber er hat auch Übersicht und den Köpfchen bewiesen. Muss man auch immer mal ansprechen. Outaim auf die Arti hat er getroffen. Ein Hit noch und weg wäre sie. So, und jetzt hat er sie zerstört. Der Super Pershing ist noch links von ihm in etwa. Da ist er. Da prallt er ab. Auto-Aim drauf. Und jetzt ein bisschen umfahren und dann. Nee.
Au, da klappt er nochmal. Und jetzt, komm, lad. Und er nimmt ihn raus. Sehr schön. Muss ich gleich mal schauen, wie viel Durchschlag der denn hat. Das weiß ich gar nicht. 201 und 330 mit Premium. Da hinten ploppt die AT auf, aber da kommt wie aus dem Nichts der Bulldog. Auto-Aim, der klappt. Boah, die AT nimmt den Bulldog raus. In der Fahrt. Wie frech. AT schreibt selbst, lol. Ja, sechster Kill. Damit der Krieger. Und jetzt leben nur noch zwei so ganz kleine Panzer, der T95 und der T30. Uiuiui. Da ist schon einer davon. Auto-Aim. Oh, da macht er. Warum macht er denn nur so wenig Schaden? Der muss doch mehr Schaden eigentlich machen, der T30. Der hat wohl noch die kleine Kanone drauf. Ja, aber egal, sein Glück. Dementsprechend, zack. Nächster Schuss und raus ist er. Und jetzt nur noch der T95. Da ist die Frage, wo ist er? Weit kann das fette Ding ja nicht fahren. So schnell ist er wirklich nicht. Da ist er. Oh, schon bei der Base. Hat jetzt die AT rausgenommen. Aber der Light, der gerade bei ihm im Cap war, fahrt auch wieder raus, weil den wollen sie sich jetzt holen. Den Damage kalkuliert gefühlt noch jeder ein für sich. Er hier muss aber natürlich aufpassen. Ein Schuss und er ist weg. Und ich würde sagen, so von der Action, von der Spannung, von den Kills und von allem her, hat mir das Replay bis dato sehr gut gefallen. Deswegen wird es ein Replay of the Week. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich, aber im Zweifel ist es ja mein Replay of the Week, was ich küre. Also, Gott sei Dank muss es nur mir so gefallen. So, da ist der T95, der jetzt hier so ein bisschen drehen wird. Da wartet er jetzt ab, bis er gedreht hat und dass er da mit Schwung wahrscheinlich runterfährt und dann hinterfährt. Jetzt hat er geschossen. So, jetzt steht er perfekt und jetzt fahrt er drauf. Und jetzt muss er nur noch rumkommen. Oder hinten ran. Schnell. Oh, nee. Ah, jetzt kommt er nicht mehr. Jetzt, gut, jetzt hat er es geschafft. Ich dachte schon, dass er ihn da dementsprechend so anfährt, dass er ihn noch einklemmt, dass er nicht rumkommt. Aber in dem Fall kann er ihn zerstören. Macht seinen achten Kill sehr gut für die Medaille. Radley Walter, 6215 Schaden gemacht. Ja, da kann man nur sagen, schön gemacht, schönes Spiel. Hat mir ausnahmslos gut gefallen und dementsprechend verdient Replay of the Week. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.